Schön, dass ihr eingeschaltet habt. Heute gibt es eine schöne achtsame Meditation. Ich glaube, er will hier auch mitmachen, ne? Ich krieg den hier nicht weg. Wir kuscheln. Beruhigt euch, setzt euch irgendwie hin, liegt euch hin, wie es euch am schönsten ist. Genau, steht. Sehr schön. Dann fangen wir schon mal an. Schließt die Augen. Eine Achtsamkeit-Meditation mache ich so, dass ich meinen Körper dafür benutze, wie es sich anfühlt. Und da ist es am besten, wenn man seine Finger, seine Handgelenke, seine Hand spürt, einfach mal drauf achtet, wie die sich anfühlen für ein paar Minuten. Das Atmen nicht vergessen, das ist auch sehr, sehr wichtig, sich gut zu fühlen. Versuch, dich zu entspannen. Lass deinen Körper ganz, 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 ganz weich und schwer. Vielleicht merkst du ja schon, dass deine Finger ein bisschen kribbeln. Genau das ist ein guter Zeichen für die Meditation. Atme ganz tief ein. Gib deine Konzentration zu deinen Füßen. Wie fühlen die sich an? Spürst du eine Wärme, eine Kälte? Dein Kribbeln. Deine Anspannung. Versuch, deine Füße ganz, ganz leicht zu machen, entspannt zu machen, locker zu lassen. Versuch den ganzen Körper ganz geschmeidig und ruhig zu machen. Atme tiefer. Das wird dir deinen Stress rausholen aus dem Körper. Dein Herz langsamer schlagen lassen. Jetzt gehen wir zu deinen Schultern. Wie fühlen die sich an? Versuch die zu entspannen.
beobachte, wie die sich anfühlen. Versuch, deine Füße, deine Hände und deine Schulter gleichzeitig wahrzunehmen. Tief ein und wieder aus. Wieder ganz tief ein. Und wieder aus. Fühlt sich die Stirn an. Versuch deine Augenbrauen, deine Stirn, dein Kiefer ganz, ganz locker zu machen. Und fühle gleichzeitig deinen ganzen Körper dabei. Such dir ein Körperteil aus, der angespannt ist. Und versuche, es zu lockern. Fühle es. Mach es ganz locker. Für alles, was du wahrnimmst. Spür deine Ohren, deinen Hinterkopf, deine Augen, nimm alles wahr. Was fühlst du? Wenn du Anspannung fühlst, dann versuch, es zu lockern. Lass alles los, wie es ist.
jede Anspannung im Kopf. Vergesse nicht zu atmen. Wie deine Zähne sich anfühlen. Kribbeln die? Schmerzen die? Sind die angespannt? Darauf konzentriert, wie sich der ganze Körper sich anfühlt, verschreckt man sich vielleicht ein bisschen, weil man das immer ausgeschaltet hat und das nie so wahrgenommen hat, wie sich eigentlich der Körper, wie die Hände, wie die Zähne, wie die Ohren sich anfühlen. Das vergisst man oft im Alltag oder bemerkt man gar nicht. So lernt man auch, was der Körper braucht. Ob der angespannt ist, ob der locker ist. So weiß man, ob der Körper Pause braucht und Entspannung. Wie fühlt sich dein Herz an? Fühlt sich dein Herz glücklich an? Fühlt sich es sich wohl an? Lass dein Herz lachen. Versuch den Stress aus deinem Körper zu nehmen. Versuche alles rauszukriegen. Entspann dich. Mach einen tiefen Atemzug. Und lass los.
Entspann dich. Fühl dich gut. Beobachte in deinem Körper, welche Körperbereiche sich gut anfühlen. Und meditiere dort rein. Beobachte das gute Gefühl in deinem Körper. Es wird dir mehr Entspannung geben. Findest, wo es sich gut anfühlt, verweile dort für ein paar Minuten, atme schön tiefe Atemzüge ein und genieße dieses Gefühl des Wohlseins. Versuche es noch intensiver zu fühlen und seine ganze Konzentration auf das Gefühl. Lass dich nicht ablenken von dem Alltag, sei einfach im Jetzt. Versuche den Körper einfach jetzt zu spüren. Sei einfach da. Vergiss nicht, dich zu entspannen, die Atmung nicht zu vergessen. Atme ganz tief einmal ein. Beobachte mal deinen ganzen Körper. Wie fühlt es sich jetzt an? Merkst du einen Unterschied von deinen Händen, Füßen, Schultern? Das Gefühl, was du im Körper hattest, was sich gut anfühlte? Alles nochmal sehr intensiv war. Versuche es sehr so stark wie es geht wahrzunehmen. Atme ganz tief ein.
wieder ganz tief ein. Und wieder aus. Mache das für ein paar Minuten. Einatmen ganz tief und wieder aus. Genieße das Gefühl in deinem Körper. Und verweile noch für ein paar Minuten in diesem Gefühl. Atme mal ganz tief noch mal ein. Und wieder aus. Einmal wieder tief ein. Wieder aus. Und wenn du dich bereit fühlst,
kannst du dann langsam deine Augen wieder öffnen. Und vielleicht hast du es ja noch nicht gesehen, aber wir haben hier einen kleinen Besuch. Eine schöne, süße Katze. Ja, ich glaube, meine Meditation hat sich wirklich gelohnt für ihn. Hat auch gut gewirkt für ihn. Die Katzenmeditation. Sehr schön. Oder besser gesagt, auch für die Katzen. Ja, das war die Meditation. Ich hoffe, dass es dir irgendwie geholfen hat. Wenn ja, schreib das gerne mal in den Kommentaren. Lass auch ein Abo da. Das wird mir sehr helfen. Und auch für den Kleinen hier.